Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaze Black 2 im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Da ist ein Pokéball. Komme ich gar nicht hin. Ach so, okay. Es ist ein Pokémon, yay! Ui. 47. Nice. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei legendäre Pokémon gefangen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mich beim. Oh, da hinten ist noch ein Item. Piep hier ab. Okay. Das ist auch ein legendäres Pokémon. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? The one radio such a tremendous presence for you is none other Terrakion. Wo bist du denn? It's been a long time. Terrakion, aha. Aha. Was? That is right. Do you plan to confront Team Plasma? Ja. Was ist das denn? Chorus Maschine? This is putting of my device that energized Pokémon. Doesn't work on battling Pokémon, but you may find it useful for something. I wish you and your Pokémon say sure. Hä? In the Seaside Cave on Route 121, I saw something that reminded me of when we met on Route 4. Hä? Hast du gerade einen Facepalm verpasst? Ich will mal kurz gucken, was das für ein Ding ist. Ja, wo ist denn das? Ach, wichtige Items wahrscheinlich. Das ist ein Infrared-Prototyp. Was? Hab ich jetzt weggeschmissen? Steh nicht. Na gut. Na, weggeschmissen. Ach, Level 50, das ist ja lächerlich für meine Pokémon. X-Scissor! Oh, Spot Dead. Ich habe die Kampfanimation immer noch raus. Das ist sehr nice. Okay, er ist schon plus 4. Das könnte jetzt tödlich enden. Er ist ein Vollidiot. Alles klar. Ist gut. Ja, wir haben ihn besiegt. So, Options. So. Battle Scene off. Alles klar, haben wir das auch. Wie komme ich da unten jetzt hin? Ich komme da gar nicht hin. Hä? Alles klar. Muss ich ernsthaft vom Fahrrad absteigen, nur um da. So, gegen den hier möchte ich gerne mal kämpfen. Ja, mach einen Strength. Oder können wir lang surfen? Wisst ihr, was geil wäre, wenn wir langsam mal Eisstreif finden würden? So, gegen dich kann ich dann auch immer wieder antreten, falls ich nochmal wieder trainieren muss. Was hast du denn Schönes? Ein Käfer-Pokémon. Level 56. Boah, die andere Trainerin war Level 45. Das heißt, die könnte man rein theoretisch gut benutzen zum Trainieren. War die andere 45? Nee, ich glaube, die war 55. Oder 50? Irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall. Aber das heißt... Oh, ein Lucario! Nice! Rider! Oh, das ist wie kein Finster-Aura, oder? Nein, Rider, du bist in Gefahr! Ich hoffe, du bist schneller und verbrennst dieses Lucario! Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Attacke mehr, was dagegen hilft. Da habe ich mich aber gerade geirrt, ey. Tschüss! Crobat, X-Bat, okay. Mike gegen dich. 10! Ja, natürlich! Ah, setz ein Kampf-Pokémon gegen einen Flug-Pokémon. Egal, wir schaffen das schon. Team ist ja nicht von schlechten Eltern. Eispunsch! Aha. Ich hätte jetzt wetten können, dass ich instant vergiftet bin. Es hat gereicht. Das ist nice. Und Team erreicht Level 67. Wir bewegen uns echt stramm an die 70 hin, auf die 70 zu und natürlich auch auf die 100. So weit weg ist das noch nicht mal mehr, Leute. Ich muss mal mein Itemradar aktivieren. Danke. Okay.
Okay, kann mir das noch jemand erklären, was hier jetzt... Ach, da lag ein Item. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wissen wir können hier gegen starke Pokémon antreten, um zu trainieren. So, da möchte ich gerne mal hoch. Ja, bitte. Wo bin ich denn jetzt hier? Habe ich mich gerade verlaufen? Item. Rare Candy! Yay! Cool. Ach, du willst kämpfen! Oh, ja, ein Frosch im Hals. Sorry, Leute. Hiker. Oh, ein böses Pokémon. Ich verbinde schlechte Erinnerungen mit diesem Pokémon. Swat Dance. Ring, ring. Alter, was war das denn für ein Damage? Holla, die fucking Waldfee. Flash. Weg. That was a critical hit. Und die Überreste heilen uns ein bisschen. Yay, super geil ausgewählt. Nee, lieb, wir bleiben mal drin. Ach, du bist das, okay. Bist du Stahl? Pflanze? Du bist Pflanze, ne? Ein Gestein? Ich weiß es nicht mehr. Das ist nur Pokémon. Da weiß ich nie, was das genau für ein Typ sein soll. Und wahrscheinlich wurde mir das in meinen ganzen Projekten schon ganz oft gesagt, was das für ein Typ ist. Aber ich vergesse es jedes Mal aufs Neue, Leute. Von daher, es tut mir leid. Von ganzem Herzen, into my heart. Amaldo. Wir bleiben drin. Ich meine, wir haben eine heftige Verteidigung. Wir sind zwar gegen Bodenattacken... schlecht. Na, Gestein-Pokémon, das müssen wir eigentlich so wegrocken. Bam, Bitch! Warum benutzt ihr nicht meine Fury Cutter? Hier, das war doch Zornklinge, oder? War das Zornklinge, Leute? Hauen wir den Vieh mal eben X-Saison um die Ohren? Ja, natürlich! Komisch, ne? So eine geile Kreuzschere. Oder, ja, was? Kreuzschere? Kreuzhieb? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte die mitten durch diesen Schutzschild durchschlagen. Finde ich zumindest. Das wäre eine nice Möglichkeit auf jeden Fall, diese Attacke etwas zu boosten noch. So, wir sind wieder komplett geheilt. Kredei. Ach, wie süß. Friss mal einen X-Scissor. Bam. Tot. So, das war's mit dem Hiker-Biker. Ja, da ist ein Item, hol ich mir auch sofort. Einmal schnell switchen zu Rider. Alter, was ist denn los mit mir? Ich würde ja gerne einmal richtig husten, aber ich bin zu faul zum Schneiden. Da oben wollte ich hin. So. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier unten lang. Und das Item einsammeln. Poison Barb. Ach, ein Gift Orb war das doch, ne? Kann sein. Ich weiß nicht. Ich weiß das doch nicht, Leute. Es gibt Dinge, die muss man nicht wissen. Oh, ein Reptile. Oh, jetzt kommt zweite Generation. Nee, dritte Generation Starter-Pokémon. Erste Generation hatten wir schon, aber nicht die zweite. Dann müsst ihr jetzt gleich noch hier, Marshtomp? What? Ach, tatsächlich. Ja. Nett. Und dann kommt gleich noch hier nicht Logok, sondern... Wie heißt der andere Gockel nochmal? Ich weiß es nicht. Der andere Gockel auf jeden Fall. Komm, Buskin. Wir haben sogar einen perfekten Gegner für. Good job, Ryder! I love it. Ja. Mir fällt der Name nicht ein. Warum das denn nicht? Jungglut! Jungglut heißt das Vieh. Ah, ich musste nur gerade an die Serie denken, wie das Vieh immer rumgeheult. Junglut! Junglut! Das ist eine Höhle. Bin ich aber gar nicht rein. Hi, was geht ab? Jetzt meine Probe. Nein! Ach, wie blöd. Scheiße, ich habe keine Repels mehr. Na, ah, war so klar. Oder habe ich noch Super Repel? Ich muss mal gucken. Geh weg.
Ich will nicht gegen dich kämpfen. So, Pokémon Rider Switch Flug. Hier, das sind alles so schnelle Handgriffe, Leute. Das ist voll gewollt und voll gekonnt. Stick Power Lens, Lucky Punch, Toxin Orb. Ich könnte das eigentlich mal sortieren. Master Ball. Ultra Ball. So viele Items, aber nicht das, was ich suche. Schade, habe ich nicht. Hätte ja klappen können. So, einmal absteigen bitte. Und Itemradar bitte. Jetzt habe ich das Item nämlich da hinten liegen lassen. IMAX Potion. Wenn ich da hinten lang will, dann muss ich hier nochmal längs. Da gibt es bestimmt auch noch was. Top, 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 top. Man hat ja sonst nichts zu tun, Leute. Ich mache sowas auch immer gerne, über irgendwelche Schluchten balancieren. Weil ich geil bin. Ja. Toll. Das war so unnötig, was ist das denn? Na gut, ist eben so. Immer Zeit verschwenden, ist okay. Gut, ab in die Höhle. By the way, dürfen wir ein Pokémon fangen? Oh, Team Plasma, jetzt geht's wieder rund. Oh, ein Sneeble. Ach, scheiße. Sneeble ist nicht so toll. Wir versuchen es einfach mal im Pokéball. Mit einem Quickball, los! Warum für legendäre Weiten, wenn man auch kleine Pokémon damit fangen kann? Und es funktioniert instant. Geil. Schon wieder Mädel. Und nicht Eis. Yes. Ich nenne dich Pepper. Pepper Potts. Nicht Pepper wie Pfeffer, sondern Pepper Potts von Iron Man. So, Jungs, mal Platz da. The People Healing to Route 21. Das heißt, wir müssen zur Route 21. Toll. Neue Aktivität auf deinem Video von Let's Play Together. Pokémon Kristall im Zeichen der Nassau Challenge. Oh yeah, auf unserem Together-Kanal, die Time Traveler. Eine Kristall-Nuzlocke mit Opfern. Viele Opfer auf jeden Fall, Leute. Das kann ich ja spoilern. So, ich habe die Green Shard gefunden. Route 21, wo müssen wir denn da hin? Dun, kann ich hier reinspringen? Nein. Muss man ja auf die Karte gucken. Town Map! 22? Was heißt hier oder wie? Ne, da. Müssen wieder nach unten. Ja, geh da runter. Geh runter, du Sau! So, ab nach unten. Immer weiter, macht mich heiter. Geht ab. Geht ab da, geht ab. Nein, noch nicht. Ich will erstmal Tränke. Genau, ich will Tränke haben. Nichts anderes. Restore Max Repair. Geben wir gleich mal ganz viele davon. Werden wir sicherlich brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Team Plasma fertig machen. So, nach dem 8. Orden ist ja sowieso klar, dass die Geschichte da noch eine komplett neue Wendung mit sich bringt. Ach, super. Das war... Ah! Das ist alles gewollt, Leute. Ich wollte unbedingt meine Pokémon nochmal angucken, bevor ich weitergehe. Ja, Flo ist hübsch. Rider ist auch cool. Tina hat geile Mookies. Ram hat zwei geile Stachel, die auch sehr tief reingeschoben werden können, wenn ihr versteht, was ich meine. Hahaha, das war niveaulos. Naja, wer Niveau sucht, ist bei mir falsch. Okay. So, und hier irgendwo unten müsste dann eigentlich unser Ziel sein. Route 21, haben sie ja gesagt. Wir sind jetzt bei Route 21. Fragst du, wo? Das heißt, hier muss irgendwo ein geheimer Weg sein oder so. Na, bei meinem Glück glaube ich sowieso, dass ich wieder dran vorbeirenne.
Obwohl, ich bin da ja eigentlich echt ganz gut, so zufällig irgendwie die richtige Wege zu finden. Ah ja, mir ist übrigens aufgefallen, Leute, ich bin zu alt, um Party machen zu gehen. Ich war Samstagabend mit meinen Kollegen aus. Ein bisschen Party machen und so. Wir kommen nicht längs, ne? Nee. Ja. Wahrscheinlich renne ich jetzt komplett irgendwo... Ja, bitte. In die falsche Richtung. Raus hier. Das ist natürlich cool, wenn man nicht weiß, wo man lang rennen muss. Scheiße. Da war der Ausgang. Muss ich jetzt wieder in die Höhle rein? Nee, ne? Nee, hier ist auch nichts. Das heißt, entweder hier in der Höhle ist irgendwas oder keine Ahnung. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt zum Ziel? Ja, danke. Gut, dass ich so viel Schutz gekauft habe. Seid ich jetzt dumm oder so? Gar nicht. Ach so. Ha. So. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden können. Warum mal gehen mein Itemradar nicht an? Ich meine, ich glaube, ich habe hier schon alle Items eingesammelt. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und deshalb machen wir es einfach nochmal an. Schaden kannst du nicht. Ja, da oben siehst du, da ist noch ein Item. Dum, 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 dum. Oh Gott. Ich dachte, jetzt renne ich vor ein Pokémon rein. Oh mein Gott, er hat es angefasst. Ja, bitte. Danke. Ach so! Okay. Oh! Krassel, ich erinnere mich an dich. Du warst so ein tolles Pokémon. Ich habe dich geliebt. Ich war ein großer Fan von dir. Mmh. Oh je. Das Pokémon ist ein bisschen pisst. So, gucken wir uns mal die neue Aktivität an. Es ist ein Kommentar von... Achso, Tao Ren hat sich ein Video von uns angeguckt. Wow, Tao, das ist ja mal beeindruckend, dass du mal wieder aktiv dabei bist. The machine is broken. Okay. So, Route 21. Ja, da ist ein Schiff, das habe ich auch gesehen. Was willst du jetzt? Ich will gegen dich kämpfen, weil ich mich toll finde. Ich sehe es, komm, ich werde voll drauf gehen. What? Marlon. Der Arenaleiter, der Wasserarena ist das doch, oder? Lässt du uns an Bord? Nimmst du uns mit? Dürfen wir mit deinem Schiff fahren? Oder ist das Team Plasmas Schiff? Er geht schon mal rein, weil er sein Pokémon retten will, wenn ich das richtig verstanden habe. Da kann ich sogar surfen. Ich werde erstmal eben kurz surfen, Leute. So. Dum, 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 dum. Ach, scheiß drauf. Wir gehen jetzt rein. Wieso was, Leute? Wir machen hier einen Cut. Und machen da beim nächsten Mal weiter, wenn ich den Trainer besiegt habe. Und ich glaube, das ist ja schon das Finale gegen Team Plasma. Okay, Level 57, da bin ich doch ein bisschen overpowered. Aber in diesem Spiel weiß man nie genau, Leute. Oh, ich bin Typ Geist. Ich bin 10 Level drüber. Fast 10 Level, also 9 Level. Aha. Wenn ich Pech habe, schlage ich mich jetzt selbst. Er ist Bedroher und dann macht er hier... Fuck. Ich will da raus bitchen. Das ist mir zu riskant. Gehen wir darauf auf Ram. Ram-a-lam ding. Hahaha, Loser. Ja genau, geben wir noch mehr Power.
The power of love. Warum schlage ich mich nur selbst? Was soll denn das? Hex? Wehe. Danke. Vor allem, ich bin jetzt plus 2, ne? Angst haben brauche ich da nicht mehr. Ein Hundemon! Ein Feuer- und Licht-Pokémon! Ah, das machst du, Teen. Das ist ein Unlicht-Pokémon, du kannst es zerfetzen. Unlicht ist mir ein bisschen zu riskant mit meinem... Ach, scheiße. Oh, mit meinem, wie heißt? Ah, mit meinem Wasser-Pokémon da, die Qualle. Bam, Bitch. Und tschüss. Skullipede. Wir bleiben mal drin. Du bist Typ Gift, ne? Ne? Agilität, oh mein Gott! Es will schneller sein als ich! Wird Earthquake reichen? Nicht! Aha. Eine Gesteinattacke gegen einen Kampf-Pokémon zu benutzen, ist sehr clever von dir, Skullipede. So, das war's mit dem. Ja, geh heulen und verpiss dich. Dankeschön. Ja, wir werden weitergehen. Beim nächsten Mal, Leute, werden wir hier durch Team Plasmas Schiff rennen und den Gegnern Probleme machen, würde ich mal sagen. Das wird witzig. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch, genauso wie ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Blaze Black 2 im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Haus rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dan Goku Senpai.